Moin Leute und willkommen in diesem Video. Heute wechseln wir an diesem Skoda Yedi mit dem 2 Liter TDI Motor den Zahnriemen inklusive der Wasserpumpe. Viel Spaß, bleibt dran! Ja, um hier an den Zahnriemen zu kommen, müssen wir als allererstes hier sämtliche Behälter wegbauen, das heißt Kühlwasserbehälter, Einfüllstutzen des Wischwassers und so weiter. Also hier diesen Bereich gleich erstmal komplett leer räumen. Aber als allererstes werde ich das Auto jetzt hochfahren, Reifen demontieren von der Beifahrerseite sowie Innenradkasten. Wenn der Reifen dann entfernt ist, schrauben wir alle Torx-Schrauben, die im Radkasten zu finden sind, heraus und können diesen dann entnehmen. So sieht das Ganze aus, sobald der Radkasten draußen ist. Man kommt hier wunderbar an alles ran. Wir werden jetzt gleich als erstes den Keilriemen entfernen, um dann später an den Zahnriemen zu kommen. Als nächstes verschaffe ich mir jetzt Platz von oben. Ich entferne hier sämtliche Behälter. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn hier alles demontiert ist. Man kommt wunderbar hier ran. Doch bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir als erstes den Motor absichern mit Hilfe einer Motorbrücke. Denn wir müssen hier diesen Motorhalter entfernen. Klar könnt ihr den Motor auch von unten mit dem Wagenheber absichern. Ich mache das jedoch mit einer Motorbrücke, damit ich die Hubhöhe der Bühne voll und ganz ausnutzen kann. Jetzt, wo alles abgesichert ist, werde ich hier den Motorhalter entfernen. Am besten macht ihr alle Schrauben, die ihr hier am Halter entfernt habt, wieder raus. Dann müsst ihr später nicht rätseln, wo welche hinkommt. So, dann entfernen wir noch hier diesen Halter, diese Brücke. Die ist mit zwei Schrauben befestigt, einmal hier vorne, einmal hier ganz unten. Um die zu lösen, müsst ihr den Motor etwas anheben, dann könnt ihr diese von oben lösen. Die andere einfach den Motor etwas ablassen, dann könnt ihr diese von unten lösen. Ich fange jetzt mit der hier vorne an und dann lassen wir den Motor runter und machen unten weiter. Auf der untersten Schraube befindet sich noch ein Halter für hier dieses Rohr. Der ist mit einer 10er Mutter gesichert, genau auf der Schraube. Das heißt, den werden wir zuerst demontieren. So, dann kommt hier die 16er Schraube zum Vorschein. Die ist noch herausschrauben und die andere ist hier oben etwas versteckt. Da kann ich ziemlich schlecht hinfilmen. Aber einfach hier diesem Halter nachgehen und direkt hier ungefähr in der Höhe sitzt die nächste Schraube. Da ist genug Platz, diese herauszuschrauben. Auch eine 16er wie die. So, der Halter ist jetzt hier komplett gelockert. Den können wir jetzt gleich nach oben herausziehen. Doch jetzt machen wir gerade, da wir gerade unten sind, hier den Keilriemen runter. Das heißt, wir entspannen jetzt erstmal hier die Spannrolle des Keilriemens. Und wie ihr seht, haben wir genau hier hinten ein Loch. Und hier unten ist das Gegenstück dazu. Da braucht ihr dann einen solchen Splint. Dann entspannt ihr ganz einfach die Spannrolle und steckt hier diesen Splint durch. Und somit ist die Spannrolle des Keilriemens gesichert und man kann den Keilriemen ganz einfach herunternehmen. Ich empfehle normal immer ein Bild zu machen, damit man die Auflaufrichtungen des Keilriemens hat. Hier ist es eigentlich ganz einfach, aber trotzdem macht euch am besten ein Bild und dann müsst ihr später nicht rätseln, wie der Keilriemen drauf war. Ja, was wir dann unten auch gerade noch erledigen können, ist diese Riemenscheibe einmal zu demontieren. Die ist mit 4 Schrauben gesichert. Das Problem ist, wenn ihr diese aufdrehen wollt, dreht natürlich die Kurbelwelle mit. Da gibt es solche Riemenscheibe-Gegenhalteschlüssel, die einfach wie ein Keilriemen hier um die Riemenscheibe drumherum legen. Das Ganze einmal hier festziehen und dann könnt ihr das Ganze festhalten und wunderbar alle 4 Schrauben aufdrehen und die Riemenscheibe demontieren. Dann könnt ihr die Scheibe einfach abziehen, darauf achten, auf hier dieses 5. Loch. Das ist genau hier für diesen Nippel zuständig. Und wenn ihr es später wieder einbaut, sollte der Nippel auf jeden Fall hier in diesem 5. Loch verschwinden.
So sieht das Ganze jetzt aus. Hier haben wir das Kuppelwellenzahnrad, hier hinter der Zahnriemen, der darüber läuft. Und hier diese drei Torx-Schrauben können wir schon mal lose schrauben. Die letzte Schraube befindet sich hier hinter der Spannrolle des Keilriemens. Wenn diese im gespannten Zustand gesichert ist, kommt man nicht dran. Darum diese einfach einmal komplett entspannen. Die kann man dann auch so hängen lassen. Braucht man erst wieder später zu spannen beim Keilriemen. Dann kann man die letzte Schraube noch demontieren. Und dann ist hier oben noch eine, wenn wir hier durchschauen. Die werde ich jetzt gleich von oben lösen, wenn ich den Motorhalter herausgezogen habe. So, hier haben wir den Halter. Da werde ich auch wieder die Schrauben reinstecken, damit ich weiß, welche Schraube wo war. So ist das Ganze verbaut. Diese und diese haben wir zuerst gelöst und diese am Schluss, an die man etwas schlechter rankam. So, dann können wir jetzt hier diese Zahnriemenabdeckung einmal komplett lösen. Dafür einfach hier oben diese Klammern alle lösen. Und dann könnt ihr das Teil ganz einfach herausziehen. Dann kommt auch hier der Zahnriemen schon zum Vorschein. Hier unten haben wir jetzt noch die letzte Schraube, die wir lösen müssen. Das ist die, die ich eben von unten gezeigt habe. Die schraube ich noch heraus und dann haben wir die komplette Zahnriemenabdeckung demontiert. So, wenn die dann losgeschraubt ist, können wir auch diese herausziehen. Am besten nach unten und somit haben wir hier alles frei. Dann stellen wir als nächstes den Motor auf OT. Um die Steuerzeiten jetzt einstellen zu können und alle Wellen sowie die Hochdruckpumpe am Motor fixieren zu können, braucht ihr ein solches Werkzeug. Hier ist alles drin, was ihr braucht. Wir haben hier zwei verschiedene Absteckwerkzeuge für die Kurbelwelle. Wir brauchen dieses hier, wo der Pfeil links von dem Absteckdorn ist. Bei dem anderen ist der rechts vom Absteckdorn. Dieser hier ist für den 1,9er TDI und dieser hier ist für den 2-Liter TDI. Um die Steuerzeiten jetzt einstellen zu können, müssen wir unten an der Kurbelwelle mit einem 19er drehen. Wichtig ist, dass wir immer unten an der Kurbelwelle den Motor drehen und auch immer in Drehrichtung des Motors drehen und nicht in die gegengesetzte Richtung. Sonst passiert es gerne mal, dass der Zahnriemen überspringt und wenn das beim Einstellen schon passiert, haben wir ein Problem. Darum immer in Drehrichtung des Motors drehen und auch immer an der Kurbelwelle. Wir drehen jetzt so lang, bis hier dieses lange Loch, das ist die Position, an dem wir gleich die Nockenwelle abstecken möchten, ungefähr an dieser Position hier ist, denn ungefähr dahinter ist das Loch im Motorkopf, wo wir dann das Ganze arretieren können. Also drehen wir jetzt unten die Kurbelwelle bis hier an der Nockenwelle, das Langloch circa hier ist. Dann sollte auch hier der Absteckdorn hier hinten reinpassen an der Hochdruckpumpe sowie unten an der Kurbelwelle das passende Werkzeug, das ich euch eben schon gezeigt habe. Um die Kurbelwelle einstellen und fixieren zu können, haben wir hier einmal diese Markierung am Kurbelwellenrad selber, diese Kerbe und hier oben das Loch hinten im Motor. Da wird nachher dieser Splint einrasten. Das Werkzeug wird so aufgesetzt und diese Markierung sollte hier mit dem Pfeil auf dem Werkzeug übereinstimmen. Darum drehen wir das jetzt noch ein Stückchen weiter, bis die Markierung circa hier ist und versuchen das Werkzeug einzusetzen. So, ich habe das Ganze jetzt hier weitergedreht. Hier ist circa der Punkt. Jetzt sollte das Werkzeug passen. Ich setze es hier einfach mal auf, drücke es nach hinten rein und wie ihr seht, passt es wunderbar rein. Die Kerbe ist genau zum Pfeil gerichtet. Das Werkzeug ist hinten am Motor eingerastet. So sieht das Ganze jetzt von oben aus. Wie ihr seht, ist das Werkzeug bis hinten an den Motor eingeschoben. Das muss auch bündiger Motor abschließen. Nur dann ist es richtig drin. Und jetzt würde ich sagen, geht es weiter mit der Orientierung der Nockenwelle. Als nächstes kommt dann der Absteckdorn für die Nockenwelle. Der Durchmesser beträgt 6 mm. Ihr könnt theoretisch auch einen Bohrer nehmen. Wichtig ist, dass wenn ihr ihn hier einsteckt, dass er wirklich fast komplett hineingeht. Wenn ihr ihn reinsteckt und hier ist schon Ende, dann einfach hier mit dem Schlüssel etwas am Nockenwellenrad hin und her bewegen und dann flutscht er normalerweise auch ohne Probleme herein. Für die Hochdruckpumpe nehmen wir uns hier wieder ein Absteckwerkzeug zur Hand, auch wieder ein 6 mm Dorn. Der wird ungefähr in diesem Bereich hier hinten einfach eingeführt und eingesteckt, bis er auch wieder ganz drin ist, das ist wichtig und somit ist dieser auch gesichert. Mit demontierten Zahnriemen sieht das Ganze dann nachher so aus.
Hier kann man schön sehen, wie die Hochdruckpumpe hier durch den Splint gesichert ist. Einmal bis hinten in den Motorkopf abgesteckt und genau so sollte das Ganze nachher dann aussehen. Ja, somit sind jetzt alle Einstellungen am Motor vorgenommen, um den Riemen herunterzunehmen. Erstens steht der Motor auf OT und zweitens sind alle Wellen abgesichert. Das heißt, wir können uns jetzt ein Werkzeug zur Hand nehmen mit einer 13er Nuss und können die Spannrolle entspannen und den Riemen herunternehmen. So, da haben wir den alten Riemen, den vergleichen wir jetzt gleich einmal mit den neuen und dann können wir hier sämtliche Umlenkrollen sowie hier die Spannrolle entfernen und einmal austauschen. Die zwei Stehbolzen, einmal der hier von der Spannrolle und unten der von der kleinen Umlenkrolle, könnt ihr einmal austauschen, wenn diese bei euch im Set enthalten sind. Dafür einfach eine Mutter draufschrauben, eine zweite Mutter dazu. Diese beiden dann quasi gegeneinander festziehen und dann könnt ihr an der hinteren Mutter drehen und bekommt so den Stehbolzen ganz einfach hier aus dem Kopf heraus. Im nächsten Schritt schrauben wir erst einmal hier die drei Schrauben der Hochdruckpumpe sowie die drei Schrauben der Nockenwelle heraus, tauschen diese gegen neue, das ist wichtig, das sollte man immer machen und ziehen die neue gerade hier mit zwei Fingern so fest an, so dass das Riemenrad sich gerade noch so drehen lässt. Hier genauso, dort werden wir dann später eine Einstellung vornehmen, bevor wir das Ganze final festziehen. Ich habe sie jetzt handfest angezogen, wie ihr seht, kann man jetzt hier das Nockenwellenrad frei drehen. Die Hochdruckpumpe ist hier immer noch fixiert. An der Nockenwelle machen wir das genauso. Alle drei Schrauben locker drehen, nacheinander austauschen und dann wieder handfest festziehen. Ja, bevor wir jetzt aber den Zahnriemen mit allen Umlenkrollen und der Spannrolle wieder einbauen, werden wir erst einmal die Wasserpumpe ausbauen, alles säubern und eine neue einbauen, denn das sollte man immer gerade mitmachen. Die Wasserpumpe sitzt hier unten. Diese ist mit den schwarzen 10er Schrauben gesichert. Es sind vier Stück an der Zahl. Diese rundherum einfach rausdrehen. Dann könnt ihr die Wasserpumpe mit ein bisschen Ruckeln herausziehen. Denkt daran, euch wird etwas Kühlwasser auslaufen, also auf jeden Fall etwas unterstellen. Und dann etwas die Dichtflächen säubern und die neue einbauen. Wenn ihr dann die neue Pumpe einbaut, die Dichtung einfach minimal einfetten, minimal Fett an den Finger und dann die Dichtung so durchziehen. Das erleichtert nachher das Einbauen etwas und erhöht einfach die Lebensdauer der Dichtung. Hoppla, da sind mir fast runtergefallen. So, dann setzen wir hier die Dichtung an Ort und Stelle. So sieht das Ganze jetzt aus und so können wir jetzt die Wasserpumpe gleich wieder einbauen. Ich säubere als erstes etwas hier die Stellen, damit die Dichtung nachher sauber abdichten kann. Einfach etwas die Dichtfläche gut reinigen und dann könnt ihr die neue Pumpe wieder einbauen. Somit kann die neue Wasserpumpe jetzt wieder eingeschoben werden und jetzt ziehen wir sie gleichmäßig rundherum mit den Schrauben fest, damit sie sich gerade und nicht irgendwie schief in das Gehäuse einzieht. Darum, wie gesagt, gleichmäßig die Schrauben nacheinander anziehen, bis die Wasserpumpe wieder an Ort und Stelle sitzt. Wenn das dann erledigt ist, könnt ihr alle Umlenkrollen wieder einstecken. Erst unten die kleine und dann die oberen. Die Spannrolle muss hier mit dieser Führung hier in die Kerbe.
Nur dann ist gewährleistet, dass sie hinten fest ist. Ja, und dann könnt ihr schon alle Umlenkrollen festziehen, natürlich mit dem richtigen Drehmoment. Das ist ganz wichtig, darauf sollte man achten. Ich blende euch einmal ein Bild ein mit allen Drehmomenten von allen Rollen. Die Spannrolle natürlich noch nicht festziehen, die kommt erst ganz am Schluss, wenn der Riemen wieder drauf ist. Ja, und jetzt kommen wir schon zum Auflegen des Zahnriemens. Ganz wichtig dabei ist, dass ihr jetzt alles gut trocknet. Am besten mit der Pistole den Motor einmal abblasen, dass das ganze Kühlwasser komplett weg ist und alles sauber ist. Das ist ganz wichtig, dass nachher nichts, kein Schmutz und kein Wasser zwischen Zahnräder und Zahnriemen kommt. Das ist, wie gesagt, ganz wichtig. Das mache ich jetzt als erstes und dann legen wir den Riemen einmal auf. Beim Auflegen des Zahnriemens, falls keine Laufrichtung aufgedruckt ist, den Riemen immer so auflegen, dass ihr die Schrift von der Seite aus lesen könnt. Und dann beginnen wir jetzt mit dem Auflegen. Und zwar beginnen wir unten am Kurbelwellenrad. Kleiner Tipp, wenn ihr den Zahnriemen alleine auflegt, einfach hier unten etwas dazwischen stecken. Dann kann er nicht immer runterrutschen und ist leicht fixiert. Dann geht es oben weiter. Wir legen ihn hier schon um die Umlenkrolle und hier hinten Richtung Noggenwellenzahnrad, noch nicht ganz auflegen. Das hängt damit zusammen, dass wir hier das Noggenwellenzahnrad sowie das Zahnrad der Hochdruckpumpe ja noch nicht festgezogen haben. Diese müssen wir jetzt als erstes auf Grundeinstellung setzen. Und zwar drehen wir sie komplett in Drehrichtung des Zahnriemens bis zum Anschlag an. Das heißt komplett nach rechts drehen. Das hier genauso, bis nach rechts zum Anschlag. Das hat folgenden Grund, wenn wir jetzt gleich den Zahnriemen aufgelegt haben und den Zahnriemen einmal spannen, werden sich hier die Räder etwas so nach hinten drehen und im richtig eingestellten Zustand sollte die Schraube dann mittig von dem Langloch sitzen. Also ganz bis zum Anschlag in Drehrichtung des Motors drehen, so halten und dann den Riemen auflegen. So, ich habe ihn jetzt auch versucht, so stramm wie möglich hier über das Noggenwellenzahnrad schon zu legen. Dann gehen wir hier unten über die Wasserpumpe. Dann hier einmal um die Hochdruckpumpe. Wie gesagt, schauen, dass sie wirklich bis zum Anschlag angezogen ist. Wenn der Riemen dann drauf ist, einmal hier alles schön kontrollieren, ob er überall ordentlich sitzt. Das sieht bei mir ganz gut aus. Hier muss er noch etwas rein. So, perfekt. Und jetzt können wir den Riemen einmal spannen an der Spannrolle. Dazu brauchen wir einen 13er Ringschlüssel und einen 6er Imbus. Den Imbus stecken wir jetzt erst einmal hier unten an der Spannrolle ein. Und dann drehen wir in Drehrichtung des Motors die Spannrolle weiter. Und dann sehen wir hier, wie hier hinter der Spannrolle dieser Pfeil zum Vorschein kommt. Und dieser sollte hier hinten mit dieser Nut fluchten. Das heißt, so weit spannen, bis er genau mittig fluchtet und dann die Spannrolle einmal festziehen. Und somit habt ihr die perfekte Spannung für euren Zahnriemen gefunden. Zu guter Letzt ziehen wir dann die Spannrolle einmal mit dem richtigen Drehmoment an. Jetzt können wir hier die Schrauben der Hochdruckpumpe und der Noggenwelle anziehen. Wichtig ist, nach den Spannen sollte die Schrauben ungefähr in der Mitte des Langlochs sein, also rechts und links sollte Platz sein und dann können wir diese anziehen. So, jetzt können wir hier einmal die Absteckstifte herausziehen, genauso wie das Absteckwerkzeug der Kurbelwelle. Auch einfach herausziehen und jetzt drehen wir hier die Kurbelwelle zweimal durch. Warum zweimal? Ganz einfach, zwei Umdrehungen der Kurbelwelle sind eine Umdrehung der Noggenwelle. Das heißt, wir wollen einmal die Noggenwelle ja um 360 Grad herumdrehen und somit müssen wir die Kurbelwelle zweimal komplett durchdrehen. So, dann können wir einmal wieder die Kurbelwelle abstecken. So, der ist wieder drin. Einmal hier das Noggenwellenrad rastet komplett ein. Und dann der Absteckdorn von der Hochdruckpumpe. Auch der ist komplett drin.
Ja, somit stimmen die Steuerzeiten zu 100%. Alle Abscheckstifte passen wieder nach zweimaligem Durchdrehen des Motors. Und somit können wir hier die Absteckstifte wieder alle entfernen. Ich würde euch raten, alle Rollen noch einmal zu kontrollieren, alle noch einmal mit Drehmoment nachzuziehen, ob alles passt. Und dann können wir mit dem Zusammenbau beginnen. Ja, der Motor ist jetzt soweit wieder zusammen. Das Kühlsystem ist einmal befüllt und schon entlüftet. Und ich würde sagen, jetzt starten wir das erste Mal den Motor, ob er läuft. Ja, ich würde sagen, das sieht soweit gut aus, ist direkt angesprungen, läuft wunderbar, schön ruhig, nimmt direkt Gas an, einwandfrei. Wenn ihr kein Entlüftungsgerät besitzt wie ich, dann befüllt den Motor einfach komplett mit Kühlflüssigkeit und lasst ihn einmal warm laufen im Stand, bis das erste Mal das Thermostat öffnet, das heißt der große Kreislauf auf ist, und dann sollte der Motor entlüftet sein. Einfach nach einer Probefahrt noch einmal nachschauen, wie es mit dem Kühlmittelstand ausschaut, und gegebenenfalls wieder nachfüllen. Lasst gerne ein Abo da, schaut doch mal bei ATP Autoteile vorbei. Ich sag ciao, euer Dennis von Schrauber TV.